Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um ein Großprojekt, mein Herzensprojekt, und zwar einen Tisch mit Epoxidharz, der eine Lagune darstellen soll. Für mein Reisebüro wollte ich einen schönen Tisch gestalten, so einen Kundenwartebereich-Tisch, und habe mir da was Schönes ausgedacht. Ich habe jetzt überlegt, wie mache ich dieses Video am besten. Ich wollte es nicht zu lang machen und das ganze Projekt dauert ja eh noch ein bisschen. Deswegen gibt es heute Teil 1, und zwar geht es um die Holzbearbeitung. Ich zeige euch also einmal, was ich da überhaupt ergattert habe, wie das Ganze bearbeitet ist und mit welchem Werkzeug ich das erstmal bearbeite. Wir machen sozusagen einen Feinbohrschleifer im Test. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, was ich erstanden habe und was ich überhaupt vorhabe. So, ihr konntet jetzt erstmal sehen, was ich da Schönes ergattert habe. Diese Scheibe, wie gesagt, von eBay Kleinanzeigen habe ich sie gekriegt. Ich fand die von der Form her einfach total perfekt für mein Vorhaben. Leider Gottes hat der Versanddienstleister diese Scheibe, obwohl sie wirklich gut verpackt war, nicht sehr vorsichtig behandelt, und sie kam also in mehreren Einzelteilen an, was sehr, sehr ärgerlich war, und ich dachte schon, jetzt ist alles verloren. Aber man hat ja Gott sei Dank im Freundeskreis immer mal Leute, die fragen können, ob nicht jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Und es hat sich tatsächlich ein Tischler bereit erklärt, das ganze Ding für mich zu bearbeiten. Nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Es ist wirklich grandios. Aus 8, 9 cm Holzscheibe wurden jetzt 5, das ganze Plan. Ihr konntet es auf dem Bild ja schon sehen. Er hat mir diesen Ausschnitt gemacht, damit ich nicht ganz so viel Holz wegfräsen muss irgendwie. Ich glaube, ich hätte sonst gar nicht gewusst, wie ich da anfangen soll. Also er hat ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und jetzt geht es natürlich daran, das Ganze zum Feinschliff zu perfektionieren, dass wir eine Lagune rauskriegen. Und ich habe also in meinem Werkzeugkeller mal geguckt, was ich so an Material da habe. Ich habe eine Handkreissäge, ich habe diverse Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen. Ich habe Akkuschrauber, ich habe eine Flex, ich habe eine Stichsäge. Aber nichts davon passte wirklich. Und dementsprechend habe ich mir einen Feinbohrschleifer gekauft. Ich wollte jetzt nicht Unmengen an Geld ausgeben. Ich weiß, es gibt qualitativ richtig geile Teile. Da ich aber nicht weiß, wann ich das nächste Mal mit Holz arbeiten werde, dachte ich mir, ich versuche es jetzt mal mit einem günstigen. Ich weiß, wer billig kauft, kauft zweimal. Aber für meine Zwecke ist das ganz okay. Und deswegen dachte ich mir, wir gehen in diesem Video auch mal ein bisschen in die Materie Feinbohrschleifer ein und was ihr alles Tolles machen könnt. Ich habe mir bei Thomas Phillips jetzt ein Exemplar ergattert für 29,95 €. Das kommt in einem Koffer. Es ist qualitativ, wie gesagt, gibt es Besseres, gibt auch bessere Koffer, aber egal. Das ist der ganze Koffer. Der ist schon ein bisschen eingestoppt, weil ich habe schon gearbeitet. Ihr seht, da sind eine Menge Aufsätze mit bei. Ihr habt Schleifscheiben, ihr habt Trennscheiben, ihr habt diverse Aufsätze, Polierdinger, Filz, also alles Mögliche, um Holz zu bearbeiten oder auch Metall. Eigentlich eine ganz gute Sache, und das Ding ist sehr, sehr einfach zu bedienen, und das zeige ich euch jetzt mal. So, hier ist mein Gerätchen. Eigentlich eine relativ handliche Sache. Und es ist wirklich sehr leicht zu bedienen. Das können auch Blondinen wie ich, ne? Ihr habt zum einen oben diesen Kopf, und ihr könnt das sehen, der dreht sich. Und um jetzt zum Beispiel einen Aufsatz zu wechseln, gibt es hier einen sehr praktischen kleinen Knopf. Drücken, einmal drehen, klack, dann arretiert der. Und jetzt könnt ihr den mitgelieferten kleinen Schraubenschlüssel nehmen, das Ganze einmal aufdrehen. Ich habe den Hang, das immer sehr fest zu drehen. Einmal aufdrehen, und dann könnt ihr den Aufsatz wechseln. Was ganz cool ist, es gibt leider, oder was nicht cool ist, es gibt keine gute Bedienungsanleitung. Man muss also ein bisschen selber gucken. Es gibt in diesem Koffer diese kleinen Aufsätze, wo ich mich am Anfang gefragt habe, Alter, warum sind denn da 5 Stück von drin? Ja, nachher habe ich es dann festgestellt, es geht um den Durchmesser. Je nachdem, welchen Aufsatz ihr benutzen wollt, müsst ihr den wechseln. Und das ist mega einfach. Man dreht nämlich einfach nur das obere Ding ab. Zack, 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 zack. So, dann könnt ihr den Aufsatz rausnehmen, könnt den wechseln, wieder zuschrauben und euren Aufsatz wieder reinmachen. Es sind, wie gesagt, diverse mitgeliefert. Ich habe aber so meine Lieblingsaufsätze schon gefunden. Ich habe also angefangen, ich habe ja ziemlich viel Holz hier wegzufräsen. Das heißt, mein Stück verzeiht mir sehr vieles.
Und ich habe also am Anfang wirklich die ganzen Aufsätze einfach mal ausprobiert, in diesem Holz wild rumgefräst, einfach nur mal zu gucken, welcher Aufsatz kann was und welchen Aufsatz brauche ich. Und ja, dementsprechend ist dieser Aufsatz hier tatsächlich mein Lieblingsaufsatz. Damit kriege ich Masse weg. Was auch noch schön ist, das Ding hat einen Drehzahlregler und damit könnt ihr, wenn ihr filigranere Sachen machen wollt, wenn ihr ziemlich genau arbeiten wollt, dreht ihr einfach die Drehzahl runter, damit läuft das Ganze langsamer und flitscht euch aus dem Holz nicht so schnell raus. Und ihr könnt wirklich filigran formen, vorfräsen oder was auch immer, gravieren, wie auch immer. Und wenn ihr so wie ich jetzt hier Masse wegnehmen wollt, drehe ich die Drehzahl hoch auf teilweise Maximum und dann fräst mir dieses Ding wirklich gut was weg. Wie gesagt, das ist mein Lieblingsaufsatz zum Glätten. Also probiert aus, was ihr machen wollt und dementsprechend nehmt den Aufsatz. Zum Glätten nehme ich jetzt immer diesen hier. Der ist ganz cool, um eine ebene Fläche nochmal schön ein bisschen glatt zu machen. Und dann habe ich mir im Thun noch ein paar Aufsätze geholt. Die zeige ich euch auch mal. Die sind nämlich auch nicht schlecht. Dieser hier ist auch nochmal, um ein bisschen Masse zu fräsen. Da kann ich jetzt keine Rillen mit reinfräsen. Damit kann man auch eine Nut fräsen, wenn man möchte. Ne? Das ist wirklich auch nur zum Aushöhlen. Dann habe ich mir eine Mini-Klobürste gekauft. Die fand ich sehr cool. Die ist auch wirklich nicht schlecht. Damit kann man also gerade so für mein Projekt die Wände schön anrauen. Ziemlich coole Sache. Und es gibt meine kleine Mini-Kreissäge. Und apropos Mini-Kreissäge, bei der Gelegenheit gibt es ein paar Sicherheitshinweise von mir. Sicherheitshinweis Nummer 1, tragt eine Maske. FFP2, wer eine bessere hat, super, auf jeden Fall eine Maske. Ihr produziert eine Menge Staub. Und das Einatmen kann gar nicht gesund sein. Ihr kriegt den größten Husten der Welt. Also tragt wirklich, wenn ihr mit einem Feinbohrschleifer arbeitet, mit Holz, eine Maske. Übrigens auch mit Metall. Metallstaub ist auch nicht toll. Also Maske tragen. Sicherheitshinweis Nummer 2. Tragt eine Schutzbrille. Ich habe persönlich keine richtige Schutzbrille. Ich habe aber noch eine Brille mit Fensterglas drin. Nicht gerade das schickste Teil. Aber es schützt die Augen. Denn auch hier, es kann jederzeit mal passieren, dass euch ein Span mal irgendwie wegfliegt von eurem Objekt und im Auge landet. Nicht schön. Also ich hatte vor Jahren mal einen Metallspan im Auge. Das ist nicht schön. Holzspan genauso wenig. Also tragt irgendwie eine Schutzbrille noch oben drauf. Und was auch vielleicht nicht verkehrt wäre, je nachdem, was ihr machen wollt, wenn ihr wirklich wie ich hier Masse wegnehmen wollt, was mit einer Oberfräse mit Sicherheit einfacher wäre, aber wie gesagt, es funktioniert, Handschuhe. Und zwar nicht hier solche Handschuhe, wie ich sie zum Harzen nehme, solche dünnen Gummidinger, sondern zieht ein paar festere an, weil es kann immer mal passieren, dass sich irgendwas im Holz verkantet, wenn ihr zu stark drückt oder das Ding flitscht euch mal durch die Gegend oder man ist vielleicht auch einfach mal so wie ich total blond. Ich kann euch nicht erklären, wie das passiert ist. Ich habe mit dieser kleinen Mini-Kreissäge, Hochgeschwindigkeitsfräse heißt das übrigens, zumindest war es so beschrieben, mit meiner kleinen Mini-Kreissäge habe ich gearbeitet. Und wie gesagt, fragt mich bitte nicht, was passiert ist. Ich habe keinen Plan, ich kann es euch nicht sagen. Finger und so eine kleine Säge, das passt nicht zusammen. Ja, es passt nicht. Deswegen, Handschuhe sind bei gröberen Arbeiten niemals verkehrt. Und als kleiner Tipp, ist kein Sicherheitshinweis, aber ein Tipp, ein Staubsauger. Ist auch eine geile Erfindung. Ich habe meinen wirklich hier neben stehen, weil zwischendurch immer mal gerade kurz Pause gemacht, abgesaugt, weitergemacht, weil vor lauter Staub seht ihr nichts mehr. Und auch hier doch noch ein Sicherheitshinweis, wenn ihr Pause macht, sei es zum Saugen, sei es zum Gucken, sei es mal gerade um Staub etwas wegzuwischen, das Ding hat einen An- und Ausschalter, benutzt ihn. Also sobald ihr von eurem Werk hochgeht, macht das Ding einfach aus. Dann kann euch nichts passieren. Manchmal ist es aus eigener Erfahrung. Und denkt immer bitte dran, wenn ihr Aufsätze wechselt und ihr habt vorher schön gefräst und seid mal richtig schön durchs Holz durch, die Dinger werden warm. Ne? Also wartet einen kleinen Moment, bevor ihr den Aufsatz wechselt. Lasst es ein bisschen abkühlen und dann könnt ihr wechseln, ohne euch die Pfoten zu verbrennen, weil die können mitunter echt heiß werden. Und das mit der bloßen Hand nicht cool. So, so viel zum Thema Sicherheitshinweis. Und jetzt zeige ich euch die Fräse ein bisschen in Aktion.
So, nur ein ganz kurzer Einblick. Ich nehme euch jetzt nicht mit auf die Reise, wie ich alles fräse, weil das dauert viel zu lange. Es ist nicht die eleganteste Art, Holz wegzunehmen. Es sieht ein bisschen unbeholfen aus und es ist ein bisschen mühselig und auch ein bisschen brachial irgendwie. Es macht, wie gesagt, eine Menge Staub. Also hier ist jetzt erstmal alles wieder schön voll. Ne? Das muss man erstmal wieder absaugen. Wie gesagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Für meine Möglichkeiten, die ich habe, für das Werkzeug, was ich habe, funktioniert es gut. Ehrlich gesagt bin ich sogar ganz froh, dass ich keine Oberfräse habe. Also es wäre natürlich ein bisschen einfacher, aber so kann ich schön modellieren. Ne? Also das war ja vorher alles nur einfach so eine Fläche mehr oder weniger. Und so kann ich wirklich immer schön gucken, wo mache ich eine Bucht hin, wo mache ich sonst irgendwas hin, wo arbeite ich noch was weg. Also insofern ist es, um was Filigranes zu modellieren, eigentlich gar nicht verkehrt. Gut, ich würde sagen, das Eichhörnchen ernährt sich weiter. Ich mache hier nochmal eine Runde. Ach so, und was ich euch auch noch zeigen wollte, meine Mini-Klobürste. Ich nehme euch jetzt mal gerade hier raus und drehe euch mal um. Ich habe nämlich schon mal angefangen, dann kann ich euch was zeigen. So, ich fange mal hier an. Diese ganze Fläche ist ja einfach nur erstmal ausgesägt worden. Und mit dieser Mini-Klobürste, ich nenne sie einfach so, könnt ihr sehen, kann ich wunderbar an der Fläche einfach mal entlang kratzen und mache mir aus dieser glatt gesägten Stelle, mache ich mir einfach so ein bisschen eine Felslandschaft. Also einfach mal grob damit rein. Und ja, das macht es natürlich sehr, sehr einfach. Ihr seht, das Holz hat auch schon so diverse Risse. Deswegen habe ich mich übrigens auch gegen das Stichwerkzeug hier entschieden. Damit habe ich nämlich angefangen. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich auf dieser Scheibe rumklöppel, umso stärker werden die Risse. Also habe ich es ganz schnell eingestellt. Und wie gesagt, das habe ich dann alles schon mit den Fräsern soweit, ihr kriegt mal die Nahaufnahme, modelliert. Das wird die zweite Bucht. Und ja, wenn ich damit fertig bin, geht's weiter. So, und hier seht ihr einmal mein fertiges Ergebnis. Ich nehme euch mal näher mit ran. Ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, die Buchten einmal ausgefräst. Das Ganze ein bisschen glatt unten, ein bisschen Felslandschaft dazu, der Übergang. Ich finde das Ergebnis schon ziemlich cool. Die Wände ein bisschen aufgeraut. Ich habe auch teilweise noch oben so ein paar Wellen reingemacht, damit das Ganze noch ein bisschen rauer aussieht. Die Wände alle mit meiner Klobürste angeraut und dann quasi einmal rundum. Hier ist nochmal so eine kleine Felslandschaft, die nachher im Wasser verschwindet. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Es wird ja auch noch ein bisschen dekoriert. Aber ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden. Es ist, finde ich, eine schöne Lagune geworden.